So, hallo liebe Kinder, ich hoffe, ihr seid alle noch gesund. Ein paar haben ja geschrieben, dass sie noch ein paar neue Übungen machen wollen und deswegen habe ich heute einfach noch ein paar Übungen gemacht. Aber zuerst ganz liebe Grüße an Pascal und Cindy, die es echt in der Woche geschafft haben, aufs Standesamt zu gehen und sich zu trauen. Ja? Alles Herzliche an euch. So, und zwar, wir hatten ja die letzte Woche ganz einfach angefangen, hinter den Ball loszulaufen, dann neben den Ball zu pendeln. Ich hoffe, das habt ihr die ganze Zeit super gemacht, weil das brauchen wir jetzt. Ja? Also, wir lassen den Ball wieder pendeln und jetzt machen wir es so, dass wir bei jedem dritten Mal den Ball mit einer Seite stoppen, kurz den Ball nach vorne mit der Sohle und wieder zurückziehen. Okay? Also, 1, 2, 3, dann nach vorne, nach hinten und dann geht's hier los. 1, 2, 3, nach vorne, nach hinten. 1, 2, 3, nach vorne, nach hinten. Ja? Das wir ganz oft üben, ja? Ruhig mehrmals am Tag, weil das brauchen wir nicht gleich für die nächste Übung. Bei der nächsten Übung ziehen wir den Ball einfach nach hinten und lassen ihn dann mit dem Spann ganz langsam wieder nach vorne rollen. Nach hinten ziehen mit der Sohle, mit dem Spann nach vorne. Und das Ganze machen wir auch mit der anderen Seite. Ja? Also mit der Sohle nach hinten ziehen, mit dem Spann nach vorne, mit der Sohle nach hinten, mit dem Spann nach vorne. Und wenn wir das dann drauf haben, ich mache es mal von der Seite, dann können wir auch schneller werden. Ja? Also nach hinten ziehen, nach vorne, hüpfen mit dem einen Bein immer. Das Ganze, ne? Können wir dann auf einem Bein fünfmal probieren oder zehnmal. Je nachdem, wie schnell wir werden, ja, oder wie lange wir durchhalten auf einem Bein. Und dann kommt einfach immer wieder das andere Bein an. Wenn wir zwei Beine, beide Beine wollen wir trainieren. Also, ja, links ist bei mir auch schwächer, deswegen nicht lachen. So, also mit der Sohle nach hinten ziehen, mit dem Spann nach vorne, Sohle nach hinten. Sehr rutschig hier gerade. Spann nach vorne, Sohle nach hinten, Spann nach vorne. So. Und damit wir unsere andere Übung, nämlich das Treppensteigen, auch noch ein bisschen schwieriger machen sollten, hatten wir ja letzte Woche auch, also Treppensteigen am Ball. Ja, dann haben wir eine kleine Runde um den Ball gemacht. Machen wir jetzt ein bisschen schwieriger. Wir laufen einfach im Treppensteigen mit dem Ball rückwärts bzw. vorwärts. Also erstmal so, ja, so viel wie ihr Platz habt, nach hinten oder nach vorne, fangen wir an, Treppen zu steigen. Und dann geht's nach hinten. Jetzt bin ich selber mit raus und wieder nach vorne laufen. Nach vorne auch wieder. Und wieder zurück. Genau. Das könnt ihr so lange machen, wie ihr wollt. Oder ihr macht euch kleine Ziele. Zum Beispiel erstmal 5-mal hin und zurück, 10-mal hin und zurück, 15-mal, 20-mal. Ja. So wie ihr das schafft und wie ihr Lust habt, wie ihr Zeit habt, wenn ihr mal nicht mehr könnt. Kurze Pause und dann nächste Stunde wieder anfangen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht wieder ein paar Bilder schickt oder schreibt, wie es euch gefallen hat. Ja? Bleibt schön gesund. Euer Tommy. Ja? Ciao, ciao.